Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Atari Flashback 8 Gold Box. Alle weiteren Informationen zu dieser Konsole und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Konsole und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Atari Flashback 8 Gold, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, es ist eine Neuauflage des Klassikers aus dem Jahr 1977, die Atari, und das Ganze wurde dann zum 40-jährigen Jubiläum, also 40 Jahre später im Jahr 2017 neu aufgelegt. Wir haben hier einen großen goldenen Karton, hier oben links einmal riesengroß das Logo von Atari, dann lesen wir hier Atari Flashback 8 Gold, oben noch HD. 120 Built-in Games, also 120 Spiele sind hier drin. Man muss dazu sagen, es gab diverse Versionen von dieser Flashback-Konsole. Und zwar gab es auch eine reguläre, in der waren 105 Spiele. Also die Gold-Variante hat 15 Spiele mehr. Und zwar haben wir hier einmal das den Aufdruck hier, die Info des 40-jährigen Anniversaries, also zum 40-jährigen Jubiläums. Dann hier die technischen Details, dass wir hier zwei Wireless-Controller haben, 720p HD und dass man das Ganze auch hier natürlich speichern kann. Ja, hier die ersten Spiele schon mal angeteasert, die sich hier drin befinden. Das Ganze ab 6 Jahren freigegeben und dann haben wir hier auch noch das Ganze aufgeschlüsselt, also hier lesen wir auch nochmal. Enthält klassische und neue Hit-Titel, Wireless Controller, HD, 720p, Backup, Resume, Rewind-Funktion. Jedes Gamepad arbeitet mit 2 AAA-Batterien, nicht mitgeliefert. Okay, so, auf der Seite haben wir hier nochmal Spiele plus den Lieferumfang, also die zwei Controller und die Konsole an sich. Auf der rechten Seite nochmal im Detail beschrieben, was sich hier drin befindet. Und zwar... was lesen wir hier? Inhalt, Atari Flashback 8 Gold Konsole, 120 Spiele, 2 drahtlose Controller, Netzteile, HDMI-Kabel, manuelle Instruktion. Gut, dann haben wir noch die Knöpfe beschrieben, die einzelnen Funktionen. Auf der rechten Seite nochmal technische Details, einen Barcode. Und auf der Rückseite wird es dann auch wieder spannend, denn hier haben wir die Spiele aufgelistet, die sich hier drin befinden. Jawohl. Also wir haben hier 14 pro Zeile, wenn ich es richtig lese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jawohl. 14 mal 5 in diesem Fall sind, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 70. Und die restlichen, die sind dann auch nochmal drin. Aber das sind so die Highlights, deswegen steht hier auch and many more. Also hier kann man genau sehen, diese sind auf jeden Fall mit dabei, plus eben noch viele andere. Könnt ihr euch gerne kurz anhalten und nach eurem Lieblingsspiel suchen. So, AT Games. Und da würde ich sagen, wir schauen mal ins Innenleben. Lange genug mit dem Karton beschäftigt. Und so sieht das hier drinnen aus. Also wir haben hier einerseits die Gebrauchsanleitung, dann das Kabelwesen, einmal hier HDMI-Kabel, dann ein zweites Kabel, natürlich mit Netzteil, das ist für die Stromversorgung. Dann haben wir die beiden Controller, einmal und zweimal, plus natürlich die Konsole an sich. So, ansonsten gibt es hier nichts weiter zu sehen. Ja, das Ganze ist hier mit so einem, ja, wie nennt man das? Also von der Optik und auch, glaube ich, vom Material her wie so ein Eierkarton. So, machen wir wieder zu, packen den ganzen Karton zur Seite und dann schauen wir mal die einzelnen Sachen im Detail an. So, damit starten wir. Das ist die Haupteinheit dieser Konsole. Kommt hier in schwarz und braun, beziehungsweise schwarz-gold oder orange, ja. Hier haben wir die ersten Knöpfe zu sehen: Power, Start, Left, Right, Select und Difficulty steht hier. Auf der Unterseite dann die Anschlüsse, die wir ja jetzt nicht mehr brauchen, aber hier hat man dann die Controller anstecken können. Dann haben wir hier noch die Infos. Das Ganze ist Made in China. Grüße gehen raus. Es ist sehr leicht, also dafür, dass es so ein großes Teil ist, wiegt das wenig bis gar nichts. Und hier haben wir dann noch den Anschluss. Und zwar können wir hier dann das Stromkabel reinpacken und dann entsprechend an der Steckdose anstecken. Das ist der Adapter, das Netzteil. So, dann haben wir natürlich zugehörig die beiden Controller. Die sehen so aus: einmal hier ein roter Druckknopf und dann hier die Joysticks, ganz schlicht gehalten, auch hier wieder in schwarz-braun oder schwarz-gold. Und die sind tatsächlich wireless, also man hat hier leider, muss ich sagen, keine Möglichkeit, die mit Kabel zu bedienen. Man ist hier wirklich angewiesen auf das Batterienfach. Bedeutet, man kann das hier dann aufschrauben und entsprechend 3 AAA-Batterien einsetzen, um mit diesen Controllern zu spielen. Ich hätte mir das Ganze ehrlich gesagt eher mit Kabel gewünscht. Aber ja, man ist hier wirklich auf die Batterien angewiesen. Und dieser Controller, im Gegensatz zu dem hier, hat hier noch weitere Knöpfe. Und zwar lesen wir hier Reset, Select, Start, Replay. Also das ist so der bestimmende, der mit etwas mehr Rechten und Funktionen. Auch hier natürlich wieder mit Batteriefach. Also wie gesagt, 2 Joysticks hier mit dabei, 2 Controller. Und dann haben wir auch noch das Kabel, das HDMI-Kabel. Ja, ist glaube ich selbsterklärend. Ein Stecker kommt hier in die Konsole und zwar, Moment, hier seitlich. Hätte man eventuell auch vorne reinmachen können, aber ja. Seitlich hier der HDMI-Anschluss und der andere Teil, das andere Ende, dann in den Bildschirm eurer Wahl, in den Fernseher oder eben in einen Bildschirm. Ja, und zusätzlich, damit man auch weiß, wie das Ganze hier einzustellen ist, beziehungsweise wie man die ganzen Sachen anschließen muss, das wird einem noch hier erklärt in dieser Kurzanleitung, in diesem Instruction Manual. Jawohl! So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Gebrauchsanweisung, dann die beiden Controller sowie das HDMI-Kabel, das Stromkabel und natürlich die Konsole an sich, die Atari Flashback 8 Gold. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box Atari Flashback 8 Gold von Atari. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Konsole bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Atari unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.